Wie wichtig ist eigentlich das Filterpapier für den Geschmack beim Kaffeekochen? Ich bin der Jürgen, ich bin dein Kaffeeröster und erzähle dir alles über Kaffee. Wenn du mehr wissen willst, mach mir das bloß weg. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um Filterpapier, was die gute Frau Melitta vor vielen Jahren erfunden hat, weil sie einfach nicht mehr wollte, dass man ständig diese Kaffeekörner zwischen den Zähnen hat. Deswegen hat sie einfach eine Blechdose genommen, hat da Löcher reingemacht, hat von ihrem Sohn Löschpapier genommen, hat es dann zugeschnitten, reingepackt und voilà, der Kaffeefilter war erfunden. Heute sind wir dann ein Stück weiter. Es gibt also verschiedene Ausführungen von Kaffeefiltern, die werden immer neu interpretiert. Und viele fragen sich auch, was ist denn eigentlich besser, jetzt ein braunes Papier oder ein weißes Papier? Und da kann man schon mal eigentlich sagen, dass das weiße Papier tatsächlich am Geschmack neutralsten ist. Das wird mit Sauerstoff gebleicht und nicht mit Chlor und hat somit am wenigsten Eigengeschmack. Bei den ungebleichten hat man immer noch so ein bisschen Eigengeschmack drin, der eben letztendlich vom Papier herrührt und so ein bisschen den Geschmack beim Kaffee beeinflusst. Nachdem der Filter eingelegt ist, wird dann entsprechend vorher nochmal der Filter gespült, um auch wirklich alle Restbestände, die sich noch im Papier befinden könnten, um auszuschwemmen. Dann kommt in das feuchte Papier, kommt dann letztendlich das Kaffeemehl und es wird dann Stück für Stück entsprechend aufgegossen. Nicht mit siedendem Wasser, sondern es muss ja, habe ich auch schon häufiger erwähnt, unter 98 Grad sein, weil sonst das Kaffeemehl verbrennt. Neuere Entwicklungen, die kommen jetzt beispielsweise hier aus Japan, das ist dann von der Firma Hario, dass die momentan auch in der Kaffeeszene gehypt werden. Die haben also so einen kegelförmigen Zuschnitt, hat den Vorteil, dass, sag ich mal, der Kaffeefluss ein bisschen gleichmäßiger ist, die Extraktion ein bisschen gleichmäßiger ist, ist aber auch ziemlich teuer, weil man da auch, sag mal, entsprechende Kaffeefilter dafür braucht, beziehungsweise so Filterträger, halt wie halt diesen Porzellanfilter. Meine Lieblingszubereitungsart beim Filterkaffee ist letztendlich die mit einem Dauerfilter. Es gibt die in verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir eine Metallausführung. Es gibt welche, die sind goldbeschichtet. Und die gibt es auch, sagen wir, in verschiedenen Größen. Die gibt es auch für die vorhandene Kaffeemaschine, die man zu Hause hat. Als Goldfilter, als Einsatz, als Dauerfilter kann man also immer wieder verwenden. Und der Vorteil dieser Dauerfilter ist einfach, dass die Kaffeeöle, die sich im Kaffee befinden, die gelöst werden, eben hiermit durchgehen. Beim Filterpapier bleiben die hängen und Kaffeeöle sind letztlich ein Geschmacksträger. Das heißt, der fühlt sich einfach satter an, der fühlt sich vollmundiger an, wenn man einen solchen Kaffeefilter verwendet.